Bei uns geht's um Teamgeist. 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 Bei uns geht's um Power. 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 Bei uns geht's um Bewegung. 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 Aber vor allem um Spaß. Um Spaß. Also in erster Linie geht es uns um Freude und Spaß am Fußball. Bei uns geht es um, dass ein Kind heimgeht nach 3, 4, 5 Tagen und einfach sagt, das ist eine coole, eine geile Woche, es hat Spaß gemacht, ich habe neue Freunde kennengelernt, ich habe natürlich was gelernt, ich habe mich mit anderen ein bisschen gemessen, es hat Wettbewerbe gegeben. Die Kinder wollen sich messen mit anderen. Die Kinder wollen wissen, wer hat den schärfsten Schuss, wer trippelt am schnellsten. Aber das Wichtigste ist trotzdem, dass sie einen Spaß haben. Das ist kein Leistungsgedanke, nicht? Das darf bei uns jeder mitmachen. Ob der gut ist, ob der nicht so gut ist, ob der im Verein ist. Der soll einfach herkommen, soll Spaß haben und soll mit anderen Kindern eine schöne Fußballwoche verbringen. Die Kinder werden von 10 bis 16 Uhr betreut. Das ist mir sehr wichtig, also nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch in der Mittagspause. Das heißt, von 10 bis 12 Uhr ist Training auf dem Platz, 12 Uhr ist Mittagessen. Da werden verschiedene Spiele gemacht, 1, 2, 3, Tic-Tac-Toe, Bingo, also ein großes Repertoire an Spielen, was die Kindern wirklich auch Spaß macht. Und Nachmittag wird das alles dann ein bisschen spielerisch umgesetzt. Das heißt, wir machen da die Champions League oder die Mini-WM, die Mini-EM. Und das ist natürlich der Höhepunkt. Das ist natürlich der Höhepunkt. Es gibt eigentlich nur positive Sachen. Die Trainer sind glücklich, der Verein ist natürlich glücklich, weil sie irgendwas haben im Verein, da passiert was. Die Eltern sind glücklich, weil die Kinder in den Ferien eine gute, schöne Beschäftigung haben. Das größte Glück ist dann, wenn man bei der Siegerin die leuchtenden Augen von den Kindern hat und jeder kriegt seine Urkunden und jeder ist einfach glücklich und geht heim mit seinem Fußball unterm Arm, mit seiner Trinkflasche und mit einem Lächeln im Gesicht und sagt, du, hoffentlich kommt es ja nächstes Jahr wieder, ich möchte nächstes Jahr wieder mitmachen. Das ist das Schönste überhaupt. Und das macht mich glücklich.